Zuschauer. Wenn es draussen kalt, grau und nass ist, sind wir besonders anfällig auf Erkältungen und allerhand Beschwerden. Vorbeugen kann man zum Beispiel mit Vitamin, Wellnessbäder und viel Bewegung. Aber auch mit einer gesunden und einer ausgewogenen Ernährung. Grüezi miteinander. Mehr zum Thema Essen und Trinken sehen wir dann ein bisschen später. Zuerst darf ich aber wie gewohnt den Studiogast begrüßen. Herzlich willkommen, Kem Zagorski von Thai Airways. Frau Zagorski, Sie kommen gerade aus Thailand. Dort kennt man jetzt wahrscheinlich keine Erkältungen. Nein, aber wenn ich in Europa bin, muss ich gut aufpassen, dass es mich nicht erwischt. Empfehlenswerte Produkte für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden finden Sie im Vitashop in Ihrem GOP Supercenter, unter anderem von bekannten Marken wie Abtei, Santogen und Isostar. Die altbewährte Ringelblumensalbe von Abtei macht spröde, rissige und rauche Haut wieder angenehm glatt und geschmeidig. Auch Hautreizungen werden reduziert und fettarme, trockene Haut fühlt sich spürbar besser an. Auf Salben und Cremen von Abtei offerieren wir Ihnen zurzeit übrigens 200 Superpunkte. Jeden Tag brauchen wir Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Fehlt etwas, so werden wir unweigerlich krank. Dank 13 Vitaminen und 14 Mineralstoffen sorgt das neue Santogen Gold für die umfassende Versorgung von diesen lebenswichtigen Nährstoffen in einer ausgewogenen Zusammensetzung. Mit der Supercard bekommen Sie Santogen Gold im Duopack jetzt zum halben Preis. So sind Sie einen ganzen Monat lang versorgt. Neu im Vitashop bekommen Sie Isostar Sportscare, Sportpflegeprodukte, die auf einer Mischung aus reinen ätherischen Öl basieren. Geeignet für die Massage vor und nach dem Sport wärmt das natürliche Wirksystem von Isostar Warm-Up Cream Ihre Muskeln und steigert die Durchblutung nachhaltig und ausgeprägt. Relax Bath, Massage Oil und Cool Gel von Isostar bekommen Sie jetzt ebenfalls im Coop Vitashop. Hier jetzt aber noch die Wettbewerbsfrage an unsere Zuschauer im Studio. Wie warm ist es im Februar in Thailand im Schnitt? 18 Grad? 24 oder 31 Grad? Die richtige Antwort verraten wir dann nach dem Rezept. Dort geht es nämlich weiter mit einem Poulet von Coop Natura Plan. An grünem Thai Curry und mit Gemüse. Poulet-Bröstli in Würfel schneiden. Mit einem Esslöffel Erdnussöl anbraten. Ein Teelöffel grüne Currypaste. Kurz mitdämpfen und alles rausnehmen. Einen weiteren Löffel Öl erhitzen, dann zuerst Knoblauch, verschiedene Gemüse dazu. Nochmal 1 bis 2 Teelöffel Currypaste dazugeben. Und alles gut mischen. Das Poulet-Fleisch zum Gemüse geben. Und mit einem halben Liter Kokosmilch ablöschen und ein paar Minuten einköcheln. Vor dem Servieren mit Sojasauce, Limonensaft und Zucker abschmecken. Und zum Schluss fein geschnittene Peperoncino-Streifli über das Gericht verteilen. Dazu passt weißer Reis oder Reisnudel. Das Rezept für das Thai Curry steht wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche viel Vergnügen beim Ausprobieren. Danke Armin, ein richtiges Muntermacher-Menü. Und jetzt zum Wettbewerb. 31 Grad warm ist um diese Jahreszeit im Schnitt in Thailand. Das heisst, ein grünes Kärtchen hat gewonnen. Darf ich bitten? Richtig getippt, damit ein Nachessen im Restaurant Le Club auf dem Birkenstock gewonnen hat Frau Evelyn Reimann. Herzlichen Glückwunsch. Herzliche Gratulation. Vielen Dank allen fürs Mitmachen und natürlich ganz besonders Ihnen, Frau Zagorski, mit der Aufmerksamkeit von unserer Blumenabteilung. Dankeschön. Danke fürs Kommen. Gewinnen können auch Sie daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und zwar im Supercard-Spiel mit folgenden Sponsoren: Thai Kitchen, Multicorn-Eier, Sportmilch, WC-Ente Deo Liquid und Chinesen-Nudeli von Pasta Gala. Zu gewinnen gibt es 10 Tage Sonne, Sand und Spass für 2 Personen im Phuket sowie 10 Walksets offeriert von Thai Kitchen und zusätzlich 80 mal 10'000 Superpunkte für Superprämien. Das Mitmachen lohnt sich also. So viel für heute aus dem Coop-Studio. In einer Woche geht es dann ums aktuelle Angebot an Spargeln. Wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.